Yannick, morgen geht's los. Mit welchem Gefühl gehen wir in die neue Saison? Ja, wir freuen uns natürlich alle auf das Spiel. Es war eine lange und harte Vorbereitung. Und jetzt wollen wir gerade mit einem sehr guten Resultat in die Saison starten. Du sagst, die Vorbereitung war hart und intensiv. Was hat sie so intensiv gemacht? Ich glaube, die Anzahl der Trainings, aber auch die Intensität in den Trainings, die war extrem hoch. Höher als in den Jahren davor. Und wir haben sicher physisch sehr, sehr gut geschafft. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt müssen wir das nur noch auf den Platz bringen. Auf was ist sonst noch so der Fokus gelegt worden in den letzten paar Wochen? Es war natürlich auch wichtig, dass wir die neuen Spieler gut integrieren, dass die gerade von Anfang an ihre Leistungen auf den Platz bringen und uns helfen auf dem Platz. Und natürlich geht es darum, man kann sich immer spielerisch und taktisch verbessern. An dem haben wir natürlich geschafft. Jetzt haben wir ja dreifach Belastung: Meisterschaft, der Schweizer Cup und auch der Europa Cup. Seit gestern ist klar, dass wir in der ersten Runde jetzt gegen Shelburne spielen. Was weisst du von dieser Mannschaft schon? Wir wissen, es war etwas knapper, als wir es eigentlich erwartet haben. Sie sind nur knapp weitergekommen. Aber wir wissen auch, wir werden favorisiert sein in dem Spiel. Und es gibt eigentlich nichts anderes als weiterkommen. Und wir wollen natürlich so lange wie möglich die englische Woche haben. Jetzt steht morgen das erste Meisterschaftsspiel in Yverdon auf dem Programm. Dort im Stade Municipal haben wir nicht so furchtbar gute Erinnerungen. Was hast du für ein Gefühl? Ja, es ist richtig, wie du sagst. Wir haben sicher noch zwei grosse Rechnungen, die wir da noch begleichen müssen. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr gut geschafft in dieser Vorbereitung. Die Mannschaft ist physisch auf jeden Fall parat. Und jetzt werden wir es morgen auch auf den Platz bringen und das über 90 Minuten. Und dann werden wir den ersten Saisonsieg gerade einfahren. Freut uns drauf. Danke vielmals. Bitte, bitte.